Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Heute mal ein bisschen was Besonderes. Eine kleine Folge zwischendurch. Und zwar zum einen eine klitzekleine Information. Wie ihr auch schon gesehen habt, Krummenab 2019. Der, sagen wir mal, die Vollendung der offiziell ursprünglich geplanten Karte Krummenab, wie sie geplant war. Genau, die ist jetzt nun veröffentlicht mit allen vollumfänglichen Linien. Wir haben City-Linien, Intercity-Linien, den Shuttle. Wir haben eine DB-Linie und eine Linie hier in Tschechien. Ich habe das mal gerade von rechts nach links einmal durch vorgelesen. Da sind die Busse mit den dazugehörigen Repaints. Gibt es natürlich auch noch für jeweils andere Busse. Ich habe jetzt nochmal hier Repräsentanten der Busse hier einmal hingestellt. Das ist auf jeden Fall das, was euch erwartet. Wie gesagt, die Karte gibt es, wenn ihr das Video seht, auf jeden Fall schon zum Download. Ja, wie gesagt, die ein oder andere Linie sind wir schon gefahren. Ich versuche das dann am Ende des Videos einmal zu verlinken. Aber bevor das Video aufhört, befinden wir uns an einem ganz besonderen Ort, wie man schon so ein bisschen sehen kann. Das ist eine kleine Schlammpiste, Rennpiste, whatever. Und ja, da werden wir heute mal versuchen, eine kleine Challenge zu machen. Alle Infos dazu habe ich auch mal, wenn ich es nicht vergesse, habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Und zwar versuchen wir da zweimal so schnell wie möglich rumzukommen hier um den Rundkurs. Dafür werde ich aber erstmal ganz kurz die ganzen netten Kollegen, die hier parken, werde ich einmal ganz kurz zur Seite fahren. Sonst stören die, glaube ich, ein bisschen den Ablauf. Aber ja, die parke ich mal ganz kurz um oder ich rufe mal ein paar Kollegen an, dass sie ja wegfahren sollen. Ich hole mal kurz an den Bus, den mit dem ich fahren werde. Wir sehen uns dann einfach gleich wieder vorne am Start und Ziel. So, damit hier unsere Linienwagen natürlich nicht zu Schaden kommen, habe ich gedacht, ich hole mir mal ganz kurz einen Testbus. Den sehen wir jetzt hier schon wunderbar am Startziel unserer Challenge stehen. Ich habe mich mal für den Line-City von V3D entschieden. Weil ich denke, damit kommen wir jetzt irgendwie am besten hier einmal durch. Challenge könnt ihr auch teilnehmen. Wie gesagt, es geht hier um zwei Runden. Einmal gucken, wie schnell wir da einmal rumkommen. Und ja, was sagen wir, steigen gerade einmal ein. Ganz kurz aufrüsten sollte man vielleicht schon noch. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir machen nicht viel Kram. Ich baue schon mal ein bisschen Restdruckluft auf, weil ich glaube, das könnte nämlich sonst schwierig werden. Ohne Druckluft fährt sich nämlich ein bisschen schlecht. So, komm, schneller brauchen wir jetzt auch nichts. Ich würde sagen, wir zischen gleich einmal ab. Da ich jetzt aber nicht genau weiß, ob das im Prinzip quasi von ruhend zählt oder ob wir quasi eine fliegenden Start machen, würde ich sagen. Fahren wir eine Runde mehr, je nachdem, ab wann wir dann zählen. Zählt es dann. So, und ich konzentriere mich mal ein kleines bisschen. So, Mikrofon vielleicht ein bisschen raus und wir drücken mal voll aufs Gas. Ich versuche auch mal nicht irgendwie rauszufallen oder so. Ob das jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt vielleicht für den ein oder anderen eingefleischten OMSI-Fan vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Wie Joscha den armen Bus da quält, aber ich wollte, wie gesagt, mal bei der Challenge mitmachen und das mal verbinden, vielleicht mit so einem Hallo, guck mal, Krummenab gibt es jetzt im Download-Video und ich konzentriere mich mal ein bisschen. Ah, da kommt mir die Project of Cars Erfahrung von früher natürlich auch durchaus gut. Ja, natürlich. So. So, und ansonsten, falls es quasi mit Fliegen im Start zählt, dann zählt die Runde eben ab jetzt. Ansonsten ist das eben schon Runde 2. Das war vielleicht ein bisschen langsam, da hätte man ein bisschen mehr können, aber lieber ein bisschen sicher, als zu viel zu wollen. So, ich will nämlich jetzt auch nicht unbedingt 500 Versuche hier starten müssen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Der gibt es einfach so, wie es es hier halt gibt, ne? Wenn es jetzt halt nicht klappt mit der Top-Rundenzeit, dann kann ich auch nichts machen. So, jetzt sind wir ein bisschen langsamer. Das ist auch natürlich ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört die Pedale nicht allzu arg, aber ich glaube, das wird sie jetzt nicht vermeiden lassen. So. So, entweder sind wir jetzt fertig oder wir fahren eben jetzt Runde 2. Das war nicht so smart. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher langsamer sein müssen, aber hey.
Was natürlich jetzt auch, was ich gerade merke, was auch weniger smart ist, ist jetzt die den Lenkwinkel trotzdem auf der vollen, dem vollen Einschlagwinkel zu haben. Da muss ich nämlich wesentlich weiter drehen, wenn ich ein bisschen lenken möchte. Wird halt als ein abgekurbelt hier. Oh hey, was willst du machen? So, drive carefully, ja, ich werde es versuchen. So. So, und das letzte Mal. Oh, da sind wir über Start und Ziel. Das waren da die zwei Runden. Da bin ich mal gespannt. So. Ja. Na komm, wir fahren aber mal eine gemütliche Runde hier raus, würde ich sagen. Schön, ne? Damit wir das Video schon über 10 Minuten strecken können. Haha, nein, Quatsch. Also, da war es im Prinzip mit der Challenge. Wie gesagt, eine etwas abenteuerliche Runde. Das Ganze findet hier ihr direkt hinter der tschechischen Grenze. Falls ihr sie auffahren wollt, gibt eigentlich auch einen eigenen Entry Point. Und wie gesagt, die Karte, ich denke einmal von vielen lang ersehnt, gibt es eben jetzt zum Download. Gab es da schon in der einen oder anderen Version. Das ist mir bewusst, dass es die Karte durchaus schon mal gab. Jetzt ist es allerdings das komplette Liniennetz mit dabei. Die E51 länger als erwartet. Eine zweite City-Linie. Der Bereich des Shuttles und der DB-Linie wurde gerade im Bereich der Serpentinen komplett überarbeitet. Und wir haben eine weitere Linie hier in Tschechien. Und ja, was davon wir den nächsten Tagen uns mal anschauen. Das ja, seht ihr dann wahrscheinlich gegen Ende einmal eingeblendet. Ich werde versuchen, das dann vielleicht irgendwie einmal einzublenden. Dann am Ende geht das ja mit dem Tonnenabspann-Feature. So. Jetzt würden wir da vorne nämlich wieder auf die Hauptstrecke kommen. Das ist aber auch nicht unbedingt unser Ding. Das heißt, das ist ja auch noch so ein Alibi-Weg. Sagen wir, stellen uns einfach gerade mal da vorne hin. Habt da wie gesagt hier die Möglichkeit, euch mal die anderen Videos anzuschauen oder natürlich euch die Karte runterzuladen, um das Ganze einmal selbst zu fahren. So, genau ab dem Bereich sollte man sich dann vielleicht wieder ein bisschen auskennen, der ein oder andere findige Spieler. Ja, würde sagen, hier stehen wir auch wunderbar. Boah, ist das laut. Oh, fährt ein Zug, okay. Dann bleiben wir mal da drin, ist ein bisschen leiser. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein, auch für diese etwas specialigeren Folge. Wie gesagt, viel Spaß beim Selberfahren oder bei der anderen Folge. Das hier ist sowieso zwischendrin. Keine Angst, das ist nicht das Hauptvideo von heute. Keine Angst. Wie gesagt, hier noch ein paar andere Videos der Karte, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, jetzt wieder viel Spaß beim Selbstfahren, viel Spaß beim Ausprobieren der Challenge. Und wir sehen uns dann einfach ein andermal wieder. Macht's gut. Tschüss.